Adidas aus beim DFB. Die Ausrüstersensation bestimmt am Freitag die Schlagzeilen. Nach mehr als 70 Jahren wendet sich der Deutsche Fußballbund vom deutschen Unternehmen Adidas ab und gibt ab 2027 eine lukrative Partnerschaft mit dem US-Giganten Nike ein. Diese Entscheidung sorgt für Verwunderung, so auch in der Politik. Das war sicherlich für viele ein überraschender Schritt, dieser Wechsel von Adidas zu Nike, vor allem nach einer so langen Tradition. Ich persönlich glaube, dass diese Entscheidung sinnbildlich ist für die Lage der deutschen Wirtschaft im Moment. Denn wir sehen ja, dass wir kaum noch Wachstum haben und dass deutsche Unternehmen in vielen Bereichen auch gegenüber Unternehmen aus dem Ausland, EU, aber auch USA immer weiter zurückfallen. Deswegen ist diese Entscheidung eine symptomatische. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass der Wirtschaftsminister nicht nur etwas über Standortpatriotismus fabuliert, sondern dafür sorgt, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, die Rahmenbedingungen für unsere Unternehmen in Deutschland wieder besser werden. Wieder einmal wurde ein deutsches Unternehmen durch ein amerikanisches ausgestochen. Der DFB-Präsident Bernd Neuendorf verteidigt die Entscheidung. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nike und über das in uns gesetzte Vertrauen. Die künftige Partnerschaft ermöglicht es dem DFB, auch in der kommenden Dekade zentrale Aufgaben mit Blick auf eine umfassende Entwicklung des Fußballs in Deutschland wahrzunehmen. Klar ist aber auch, bis Dezember 2026 werden wir uns mit aller Kraft für den gemeinsamen Erfolg mit unserem langjährigen und aktuellen Partner Adidas engagieren, dem der deutsche Fußball seit mehr als 7 Jahrzehnten sehr viel zu verdanken hat. Die deutsche Nationalmannschaft und das im August 1949 gegründete deutsche Unternehmen, das passt einfach. Vielmal wurde die deutsche Männer Weltmeister, vielmal trugen sie dabei das Adidas-Logo auf der Brust. Doch die erfolgreichen Zeiten sind vorbei. So wie ab 2027 auch das altbekannte Bild der Nationalmannschaft mit den 3 Streifen auf der Schulter. Die HamburgerInnen sind gespaltener Meinung. Also ich finde das nicht gut. Ich finde einfach, dass Adidas zu Deutschland gehört. Und mit Nike, das passt nicht so. Zum DFB. Geboten haben, finde ich komisch, weil ich meine, so gut ist die Nationalmannschaft ja gerade nicht. Aber das finde ich sehr, sehr gut, muss ich sagen, weil ich finde, jetzt ist auch mal Zeit für einen Wechsel nach so langer Zeit und die letzten Ergebnisse waren ja nicht so gut, vielleicht bringt Nike da neuen Schwung. Es ist ziemlich egal. Egal, ob es ein deutscher oder ein amerikanischer Ausstatter ist, ist mir egal. Bei der kommenden EM im eigenen Land und der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko wird die deutsche Nationalmannschaft noch in Adidas spielen. Die Europameisterschaft in Großbritannien und Irland 2028 wird dann die erste mit Nike als Ausrüster sein. Adidas ist wohl von der Entscheidung überrumpelt worden. Ein weiteres Mal gerät ein deutsches Unternehmen unter die Räder. Die Rahmenbedingungen für Unternehmen in Deutschland stimmen nicht mehr. Die Unternehmen sagen uns ganz klar, sie haben zu viel bürokratische Auflagen, sie haben immer mehr Diskussionen auch mit staatlichen Hilfen, immer stärker in den Alltag der Unternehmen eingreifenden Staat. Und da überall müssen wir eine Wende herbeiführen. Wir brauchen eine Wende für die deutsche Wirtschaft, die Rahmenbedingungen hier am Standort verbessert. Denn die letzte Entscheidung, kaufe ich bei einem deutschen Unternehmen oder nicht, die hängt immer daran, wie gut ist das Angebot dieses Unternehmens. Und deswegen ist diese Debatte eine, die sinnbildlich ist für die ganze deutsche Wirtschaft. Das Angebot von Nike hat den Deutschen Fußballbund mehr überzeugt. Berichten zufolge soll Nike rund 100 Millionen Euro pro Jahr zahlen. Außerdem wollen sie in die Jugendarbeit und den Frauenfußball investieren. Es ist eine Entscheidung, die überraschend kam und den deutschen Fußball nachhaltig verändern wird.